Zikrullah. Auzu billahi minasyaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Esto ya sayyidina meret ya sultan. Wir machen immer so eine Art Satz. Kannst du Satzang? Satzang? Ist das ein Begriff? Nee. Gut. Bei uns heißt das Sohba. Sohba. Das ist immer so ein auf Deutsch gibt es da fast nicht so richtig. Man sagt Lehrgespräch zum Beispiel. Ja? Mit EE. Total leer. Ein Lehrgespräch. Oder. Aber das Wesentliche ist. Und das ist das Wesentliche in der gesamten Schöpfung, ja, dass das erste Prinzip ist, dass es nur einen Gott gibt. Einen Gott. Und der ist der Schöpfer aller Dinge. Und er ist der Eine und der Ewige und der Erste und der Letzte, der ewig Bestehende. Und er ist der Schöpfer von dem, was wir hier sehen und auch von dem, was wir nicht sehen, also von der Schöpfung. Und von den Geschöpfen, alle Geschöpfe, gibt es zwei Kategorien. Einmal die, die keine Verantwortung haben, die, wie Tiere zum Beispiel, Tiere, Pflanzen und so weiter, alles. Ja, alles außer dem Menschen sozusagen im Universum. In den Welten hat keine Verantwortung, übernimmt keine Verantwortung. Außer der Mensch. Ja, der Mensch ist die andere Seite, der hat durch seine Besonderheit in der Schöpfung so erschaffen, hat Allah ihn, Gott hat ihn so erschaffen, dass er Verantwortung übernehmen muss. Übernimmt und übernehmen muss. Das heißt, er hat eine Wahl, ja, gegenüber anderen Geschöpfen hat er eine Wahl. Ja, zum Beispiel in der Lobpreisung Gottes, die ganze Schöpfung lobpreist den Herrn. Ja, den Schöpfer, von dem alles entstanden ist, automatisch lobpreist die ganze Schöpfung Gott. Ja, ein Tier lobpreist Gott, ein Atom lobpreist Gott, eine Pflanze lobpreist Gott, ganze Natur lobpreist Gott, jeder auf seine Art, jeder auf seine Art, in seiner Sprache, in seiner Art. Und alle machen das und alles macht das. Außer der Mensch ist die Ausnahme. Ja, der Mensch ist das einzige Geschöpf, was die Möglichkeit hat, zu sagen, nein, ich preise nicht Gott. Der hat die Möglichkeit, der hat die Wahl. Er muss Verantwortung übernehmen. Er muss Verantwortung übernehmen. Deswegen ist er der Einzige, der in der ganzen Schöpfung, die einzige Kategorie von Schöpfung, der Mensch, der eben sagen kann, nein oder eben ja. Und Gott hat es gefallen und gefällt es, dass er und den Menschen
unterrichtet sozusagen. Er gibt ihm, er lehrt ihn, ja, er lehrt ihn durch was? Durch seine Boten, Botschafter. Ja, er schickt Botschafter aus der himmlischen Welt, schickt er Botschafter, und diese Botschafter, das sind Propheten in erster Linie und dann eben Heilige oder Gottesfreunde, sagt man eigentlich dazu. Gottesfreunde, Gott nahestehende, ja, die kommen, sind die Erben der Propheten. Gibt es immer Erben, zu jeder Zeit gab es immer die Erben der Propheten, also die Initiierten, die bewussten Menschen, die Gotteskenner. Und diese Propheten und diese Gottesfreunde, die sind, schickt Gott, ja, zu uns Normalverbrauchern sozusagen, um uns zu unterrichten, um uns zu zeigen und die Wahrheit aufzuzeigen in uns, um uns. Vor allen Dingen geht es um Bewusstsein, um uns Bewusstsein, ja, zu geben, letztendlich. Das ist eigentlich die Hauptsache. Innerliches, ja, Bewusstsein über Gottes absolute Existenz. Ja, dazu sind die Botschafter immer gekommen. Es gibt viele. Es gibt viele. Es gab viele und es gibt viele. Es gab über 100.000, 124.000, sagt man so die Zahl, von Propheten, vom ersten Menschen, ersten Propheten angefangen bis zum Propheten Mohammed, bis zum letzten Propheten. Gibt es ganz viele und gibt es einige berühmte, viele, die kennt man den Namen gar nicht. Also, aber einige sind berühmt, die haben die Bücher, nicht alle haben Bücher, nicht alle haben Offenbarungen, geoffenbarte Bücher, aber alle haben die gleiche Mission, nämlich was wir gesagt haben, dem Menschen eine Lebensbasis zu bringen. Eine Lebensbasis. Basis oder wie sagt man, Fundament, kannst du auch sagen. Ja? Oder Basis. Ja, du brauchst eine, wenn du ein Haus baust, zum Beispiel, dann brauchst du ein Fundament. Wenn das Fundament schlecht ist, nicht richtig ist, dann wackelt es ein bisschen, beim ersten leichten Wind, ja, fällt es zusammen. Deswegen braucht man ein gutes Fundament. You understand? Mm-hmm. Yes? Mashallah. Mudassa, perfect in German. Also Safia, she knows. Du brauchst ein möglichst ein gutes, perfektes Fundament für dein Leben. Weil wir sind die Menschen, die auf diesem Planeten hier gelandet sind. Und die Zeit hier, die ist begrenzt. Ayamol Madud. Madud? Madud. Ja, es ist begrenzt. Es ist eine begrenzte, du hast eine begrenzte Zeit hier. Es ist nicht. Dein körperliches Leben hier, physisches Leben ist begrenzt. Und dazu braucht es ein gutes Fundament, damit dieses Leben nicht umsonst ist. Wenn es kein Fundament hat, keine Basis, dann ist es wie nichts. Es hat keine Wahrheit, es hat keinen Geschmack, es hat vor allen Dingen keine Bedeutung. Es hat keine Bedeutung. Wo ist die Bedeutung? Essen, trinken und tanzen und heiraten. Alles Sachen, die vergehen. Das ist der Sinn vom Schöpfer, der alles so fantastisch gemacht hat. Wenn einer Verstand hat, ein bisschen nur,
dann sieht er, wenn er über sich selber schon alleine nachdenkt, über seinen Körper, über die Funktionen seines Körpers, sagen wir mal, und auch über die Natur, was er draußen sieht, dann begreift er, dass nichts umsonst ist und dass nichts ohne Sinn ist. Nichts ist ohne Sinn. Wie kann denn dein Leben ohne Sinn sein? Aber wenn du nur physisch orientiert bist, dann hat dein Leben keinen Sinn. Und es ist, hört dann auf. Hört irgendwann auf und dann war es sinnlos. Weggeworfenes Leben. Der Sinn fängt an bei demjenigen, der begreift, dass dieses Leben, diese körperliche Begrenztheit nur körperlich ist und dass die Seele unendlich ist, in dem Körper, zeitweise hier wohnt und unendlich in der Unendlichkeit weiterleben soll, in der Ewigkeit. Und dass da erst das Leben anfängt. Der Prophet hat gesagt, sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad, wenn man stirbt, dann ist das so, als wenn man aus einem Traum erwacht. Ja, der Mensch, wenn er stirbt, seine Hülle, in der er sich hier befindet, wird schließlich abgelegt. Ja, 2 Quadratmeter Wohnung, die letzte Wohnung, 2 Quadratmeter, ohne Strom und ohne Kühlschrank. Ja, das Fest ist eröffnet für die Würmer, ja, der Schmaus. Letzte Wohnung, abgelegt, die Hülle. Seele ist inshallah aufgestiegen. Da, wenn man das weiß, oder wissen, ja, sagen wir Glauben. Ja, Glauben. Erstmal glauben wir, ja, bis die Gewissheit kommt. Mit dem Tod, da ist die Gewissheit da. Solange wir hier im Traum sind, glauben wir meistens nur. Ja, es gibt wenige Leute, die das Bewusstsein haben, die schon das Wissen haben. Das sind die Heiligen, die Gott nahestehenden. Ja, und die Bewusstseinerleuchtung erreicht haben. Ja, die wissen das schon. Ein Normaler, so wie wir, oder ich weiß nicht, ihr seid vielleicht anders, aber so wie ich, ja, der stirbt dann irgendwann und dann wacht er aus seinem Traum auf, den Welttraum, und fängt an, die Realität kennenzulernen. Kala sayalamuna thumma kala sayalamun. Wahrlich, dann werdet ihr wissen, wenn ihr gestorben seid. Wahrlich, dann werdet ihr wissen, was ist die Wahrheit, was ist die Realität, die wirkliche, also die echte Realität. Deswegen, wenn man sein Leben danach bei Zeiten ausrichtet, dann das heißt, dass man ein Fundament schafft. Ja, ein gutes Fundament für dieses Leben, weil es ausgerichtet ist auf das, was kommt, danach, nach diesem Leben kommt. Ja, das ist eine sinnvolle Ausrichtung und eine sinnvolle Basis für ein Leben. Für Leute, die nachdenken können, steht im Koran. Immer wieder für Leute, die nachdenken können. Für Leute, die nachdenken. Ja, in jedem Vers fast, ja, kommt immer wieder für Leute, die nachdenken können. Nachdenken ist eine Sache, die die Menschen verloren haben heutzutage. Das gibt es nicht mehr. Die Leute haben das richtige Nachdenken verloren. Shaitan, wir sagen immer Shaitan, ja, der Teufel oder Shaitan oder Satan, der ist eben der, sagen wir mal, der ist eigentlich der Neider. Neid ist auch eine hauptschlechte Eigenschaft von Menschen, die hauptschlechteste Eigenschaft von Menschen, der Neid. Der kommt eben vom Shaitan, weil der Shaitan neidet den Menschen. Er wollte die höchste spirituelle Stufe haben, hat sie aber nicht bekommen. Prophet Mohammed hat diese höchste Stufe bekommen. Und dass er stinksauer drüber. Ja, dass er unter dem Menschen praktisch ist. Er hat gedacht, er ist höher als der Mensch. Aber der Mensch ist höher als die Engel und die Dschinn natürlich. Ja, ist er höher, der Mensch.
Und darüber ist er so sauer, weil er stolz ist und eben neidisch. Er hat ihm diese Eigenschaften und Allah hat ihn ja so erschaffen, als Prüfung, hat ja alles seinen Sinn. Und so verführt er den Menschen. Und er hat es geschafft, ja, in diesem Jahrhundert eben die Menschen völlig lahm zu legen, was Nachdenken betrifft. Hat schon angefangen mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Industrialisierung. Ja. Produzieren, Dinge produzieren. Da hat es angefangen, dass man der Sache hinterherläuft, wie ein Sklave. Produzieren, verbrauchen, produzieren, musst mehr verbrauchen, weil du mehr produzierst. Wie so ein Hamsterrad. Ja, darin, in dieser Sklaverei ist der Mensch verhaftet. Dazu der Kapitalismus, also das Zinssystem, das Zins- und Zinseszinssystem. Alles Dinge, die verhaften. Und die Technik, die bringt es fertig, dass das so passiert. Das ist jetzt auf die Spitze getrieben durch Computer und Handys zum Beispiel. Durch digitale Welt. Durch die digitale Welt. Die nimmt jetzt den letzten, allerletzten Rest von Verstand aus den Leuten raus. Wenn da noch irgendwo was übrig ist, damit verlieren sie es. Am schlimmsten die Jugendlichen. Was soll ich sagen? Jugendliche. Ich muss es leider sagen. Also Zweijährige, ja, die lassen sich nur füttern, wenn das Handy an ist. Da muss das Handy erstmal anschalten. Vorher nimmt er kein Wissen zu sich. Und wenn das Handy dann wegnimmst, dann kommt eine halbe Stunde ein Tobsuchtsanzeige, dass du denkst, du musst also die Psychiatrie anrufen. Zweijährige. Dreijährige, Vierjährige sitzen alle auf dem Sofa, die tun gar nichts mehr zusammen und haben ihre Handys vor der Nase. Spätestens mit 13, 14 Jahren, eine Familie, die es gut meint mit den Kindern, ja, die kann es verhindern, bis vielleicht 13, 14 Jahren ist aus, ja, da müssen die Teenager ihr Handy haben. Ja, und dann sitzen sie nur mit dem Ding. Und so weiter. Diese Screens, von denen der Prophet auch gesprochen hat, sallallahu alaihi wasallam, das ist ein Wunder, sind viele, viele Tausende und Millionen Wunder von Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, Friede sei mit ihm, er hat davon gesprochen. Und von diesen Matten gesprochen, diese, wie soll man sagen, so verflochtene Matten, das ist ja der Screen, der, ne, hinter dem Computer, ja, der, dass das dann so Matten sind, auf die die Leute dann schauen in der Endzeit und die richten sich nur noch nach diesen Matten, sagt der Prophet. Da geht alles aus dem Herzen raus, jeder Glaube, jeder Verstand, nur noch die Matten. Das ist das. Er hat es noch genau erklärt, ich habe es jetzt nicht genau in Erinnerung, es ist eine längere Hadith, wo viele Sachen, er mehrere Zeichen der Endzeit halt beschrieben hat und unter anderem eben dies. Ja, Verstand ist nicht mehr und du kannst die Menschen nicht mehr erreichen. Ein anderes großes Mittel für Shaitan sind die Drogen, also bestimmte Mittel halt, die eingenommen werden, übermäßig eingenommen werden. Ja, die nehmen dann auch die Fähigkeit, die berauben einem Menschen die Fähigkeit zu unterscheiden. Weil ein springender Punkt eben im Glauben und im Fundament des Lebens ist eben die Unterscheidung. Du musst eben unterscheiden. Ja, zwischen Fake und Reality. Zwischen richtig und falsch. Zwischen Plastik und Natur. Ja, musst du unterscheiden können. Du hast ein Organ in dir, das kann das unterscheiden. Es ist eingebaut vom Schöpfer. Ja, es befindet sich in der Nähe des Herzens. In der Nähe des Herzens. Ja, da ist das. Und es hat die Eigenschaft der unendlichen Feinheit. Nennt sich Akel. Akel. Ja, heißt übersetzt man Verstand, ist aber nicht der Verstand hier oben. Es ist eine andere Art von Verstand. Es ist die Fähigkeit, richtig und falsch zu unterscheiden. Es ist eine Feinheit, es ist eine Herzensintelligenz. Keine Kopf.
Organisationsintelligenz. Ja. Es findet sich auf der rechten Seite, nicht auf der linken Gehirnhälfte. Ja. Diese Fähigkeit, ja, die braucht es, um zu erkennen, um das echte Lernen zu erfahren. Nicht das Kopflernen, auswendig lernen, sondern das echte Lernen. Ja, dieses Ackeln, das ist eine sehr, sehr, sehr feine Substanz mit dem vom göttlichen Namen Latif, Al-Latif, Latif, die Feinheit. Und die ist wie bei der Homöopathie, je feiner die wird, desto stärker ist die. Ja, je weniger Substanz, je feiner in die Spiritualität es geht, desto stärker ist die Wirkung. Und das ist wichtig, das zu beleben, diese Sache zu beleben. Ja, und dazu braucht es halt eine Unterscheidung. Heute können Sie nicht unterscheiden. Ich habe gerade, bevor ich herkam, oder im Auto oder was weiß ich wo, WDR 5, und so höre ich immer, und da war wieder so eine Diskussion. Also es ist, dann haben sie über Kinder diskutiert, über Kindererziehung. Das ist eine Katastrophe. Keiner wusste irgendwas, wie man es macht, alle ratlos. Da kommt dir die Ratlosigkeit entgegen. Nachdem man den Glauben weggeworfen hat sozusagen, auch das Christentum und so, wird ja alles nicht ernst genommen mehr. Nichts mehr, alles wird weggeworfen. Jede Ernsthaftigkeit von irgendeiner Religion. Das gar nicht sagen, Gott darfst du ja gar nicht sagen. Das ist ja schon, Wer bist du? Was bist du denn für einer? Eine Gottser? Nee. Alles weg. Es gibt keine Unterricht über Charakter, Charakterbildung. Existiert nicht. Nicht an der Uni, nicht an der katholischen Hochschule. Nicht in der Schule, nicht im Kindergarten, alles muss immer frei sein, frei. Jetzt sollst du auch selber bestimmen, was für ein Geschlecht du leben möchtest. Gibt es richtig Leute, du musst dir den Wahnsinn vorstellen, nicht nur vorstellen, einfach gucken, wo Shaitan die Leute hinführt. Da ist eine Frau in Amerika, die geht zum höchsten Gerichtshof und sagt, ich klage den Staat, dass mein Sohn hier einfach Sohn sein muss. Der will vielleicht auch Tochter sein. Ich will, dass der sich da entscheiden kann. Und der Richter, der sagt, ich gehe in die Klapse zu der und komme ja, und lass dir gute Pillen geben. Der sagt zu dir, oh ja, muss man wirklich überlegen. Der nimmt das ernst. Der nimmt es ernst. Und das war in Amerika, aber es ist jetzt auch schon hier. Diese Art von Krankheit und Dummheit und unglaubliche Schaitanerie, die ist wie eine Krankheit, die bildet sich fort. Ja, die findet immer Nährboden. Kann nur Nährboden finden bei Leuten, die eben keine Basis im Leben haben. Jetzt sind sie verzweifelt, die Leute, die werden immer verzweifelter. Irgendwo gibt's noch eine, haben sie noch eine Moral, so irgendwo ist noch was übrig, ja, sonst würden sie ja nicht, keine Verbrecher auch nicht. Warum verfolgen die eigentlich noch Verbrecher? Ist doch alles egal eigentlich. Ach doch nicht. Also darfst nicht stehlen. Ach so, das ist noch übrig. Ja, klar, weil das ist ja ihr Portemonnaie. Sonst wäre es ihnen auch noch gerade egal. Alles andere ist ihnen schon egal. Nur noch, was sie selber betrifft. Was die Reichen selber betrifft, da tun sie noch was dagegen. Gerade mal noch so, was notwendig ist. Dass irgendwo doch Anstand gelehrt wird in der Schule oder irgendwo mal Anstand, mal so Höflichkeit, mal Freundlichkeit, Mitmenschlichkeit, Barmherzigkeit, Herzenswärme, Anteilnahme. Pflichtgefühl, Verantwortung, nee, gibt's nicht mehr. In Berlin da müssen die Lehrer schon Waffen tragen
Und die Schüler werden durchsucht wie auf dem Flughafen, wenn sie reinkommen. Das ist eine Sicherheitskontrolle. Das ist ja wirklich wunderbar. Und wenn die dann im Klassenraum sitzt, dann setzen sie sich hin, die Beine auf den Tisch, Cowboystiefel auf den Tisch und Kaugummi. Und dann kommt die Lehrerin rein, dann bleiben die so lieb. Und dann wird die beleidigt. Mit allen möglichen Beleidigungen. Die Frau, die haben alle Nerven, die sind alle völlig nervlich, völlig. Jeder Lehrer hat dann Psychotherapeuten. Sonst kann er das gar nicht weiter durchführen. Und die Leute sind ratlos. Und wir sind ratlos. Wir können nichts tun. Shaitan hat das sehr schlau eingerichtet. Sehr schlau eingerichtet. Du kannst nichts sagen. Die haben da diskutiert und immer demokratisch diskutiert. Und da konnte keiner irgendwas sagen. Keiner, der auf den Tisch hauen kann, sagt, merkt ihr nicht, in welcher Scheiße ihr sitzt? Entschuldigung. In welcher schlimmen Misere ihr sitzt. Merkt ihr das nicht? Keiner kann das sagen. Es muss ja immer demokratisch zugehen, verstehst du? Es muss ja immer alle lassen. Jeder muss ja. Demokratie ist ja, dass der Shaitan am Tisch sitzt. Das ist ja Demokratie. Der eine Zerstörung will, die Zerstörung der Menschheit, die Zerstörung will, die muss auch am Tisch sitzen, mitdiskutieren. Das ist Demokratie. Genau. Ja. Du darfst nicht sagen, ich will das Gute und ich möchte das Schlechte verbieten. Ich kämpfe gegen das Schlechte. Ich kämpfe in mir und auch außen. Will ich das Schlechte bekämpfen? Kannst du nicht sagen. Gucken wir nicht völlig blöd angucken. Ja, deswegen ist die. Deswegen wirst du nicht nichts machen können. Ja, es ist aber mit Gottes Willen natürlich. Ja, es ist mit Gottes Willen, um uns zu zeigen. Es ist ein Test und ein Zeugnis. Von dem, was richtig ist und von dem, was falsch ist. Gott zeigt dir, in dir und außerhalb von dir, was ist richtig und was ist falsch. Und er gibt uns eine Gelegenheit, eine Basis für unser Leben aufzustellen, die uns erfolgreich sozusagen sein lässt. Die Seele, was ist erfolgreich? Die Seele in die Glückseligkeit führt. Und zwar in die ewige Glückseligkeit. Und eigentlich ist das schon hier. Hier eigentlich fängt das schon an. Ja, der sich bewusst ist in diesem Leben, der hat die Glückseligkeit schon in diesem Leben. Er wird sie in diesem Leben haben und im nächsten Leben. Und der springende Punkt für uns ist der in der Verbindung. Ja, der Verbindung mit diesen Menschen, die Gott uns geschickt hat. Diese Botschafter, die Propheten und die Heiligen. Ja, die Verbindung. Das ist eigentlich der springende Punkt. Weil wir haben nur die Möglichkeit, uns zu verbinden. Ja, es besteht eine Verbindung zwischen der Schöpfung und dem Schöpfer. Gibt es eine Verbindung? Ja, weil wie willst du denn von deinen göttlichen Gaben, für die du erschaffen worden bist, damit du die empfängst, deine Schätze, unendliche Schätze oder verschiedenste Schätze, von jeder hat die. Ja, wie willst du die in Empfang nehmen? Wie willst du die nehmen? Die nimmst du nicht aus dem Nichts oder aus dem Bereich Allah subhanahu wa ta'ala, aus dem Bereich Gottes. Das ist jenseitig. Gott ist nochmal drüber. Du nimmst sie durch ein Mittel, durch das Mittel, was Gott erschaffen hat. Das sind eben die Propheten. Und eben die Heiligen. Ja, die sind besondere Wesen, die sehen äußerlich so aus wie wir, sind aber innerlich anders, sind Lichtwesen im Grunde genommen, die ständig empfangen, immer mit Gott sind, die ganze Zeit.
und die dafür da sind, als Diener Gottes eben den Rest der Schöpfung zu dienen, besonders den Menschen. Und über die kommen die Gaben. Deswegen muss man sich ja mit diesen Leuten verbinden. Man ist verbunden und man muss sich verbinden, wie auch immer. Das geht aus dem Koranvers hervor, aus vielen Koranversen natürlich, ganz vielen. Da ist alles wunderbar beschrieben. Aber eben Kunuma Sadikin oder Allahumma atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar. Ja, das ist ein Bittgebet, wie man das machen soll, wie man Gott bitten soll. Da steht dann drin, ja, oh Gott, gib mir in diesem Leben die Schönheit und das Gute und im nächsten Leben auch das Schöne und Gute, ja, für beides. Du sagst eben für hier und danach. Und einer der autorisierten Interpreten hat eben das so interpretiert, das war Jafar Sadiq, der hat eben gesagt, dass diese Hasanat, was in dem Vers vorkommt, das sind eben die Sadiqin. Das sind diese Heiligen, diese Gott nahestehenden, diese Vertrauenswürdigen, sagst du auch zu denen. Sadiq ist vertrauenswürdig, oder? Auch, ne? Aufrichtig, vertrauenswürdig. Aufrichtig, vertrauenswürdig, Sadiq. Ja, die Gerechten sozusagen, ja. Und damit sind die gemeint. Ja, lass uns, das Mitgebet ist also praktisch, lass uns mit denen sein, mit diesen Gott nahestehenden, im Diesseits und im Jenseits. Ja, wenn du im Diesseits bist, bist du auch im Jenseits, automatisch. Ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Dass man so einen findet, so einen Meister, wir sagen Meister auch einfach dazu, im Sufismus, im Sufitum, ja, dass du eben einen Meister findest, der eben vertrauenswürdig ist und der genau dieses Fundament liefern kann, diese Basis für ein Leben eben helfen kann, dies eben zu erreichen. Ja. Das geht eben zurück auf den Ursprung im Grunde genommen. Ja, das ist auf die Propheten eben. Möge Gott uns schützen, inshallah, und unsere Herzen erleuchten, inshallah, reinigen. Ja, das ist eine Reinigung. Das Leben ist eine Reinigung. Ja, Schwierigkeiten sind immer eine Reinigung. Tests sind eine Reinigung. Krankheiten sind eine Reinigung. Es ist immer eine Reinigung. Man muss das so verstehen, damit man Nutzen daraus ziehen kann. Es ist immer eine Reinigung. Alle Katastrophen sind eine Reinigung. Auch diese ganze Welt. Ja, es wird irgendwann eine Reinigung, große Reinigung geben. Ja, das wird nicht so bleiben, sondern es wird eine große Reinigung irgendwann geben. Und damit das Licht sich manifestiert auf der gesamten Erde irgendwann. Ja. Die Schönheit, das Licht, der Frieden. Alle wollen Frieden. Ja. Alle sagen, sie wollen Frieden, aber sie machen nicht Frieden. Ja, sie machen Krieg. Ja. Ein 1% der deutschen Bevölkerung hat das Gesamtvermögen von, hat 33% des Gesamt, wie sagt man, Bruttosozialprodukt oder was? Des Gesamtvermögens Deutschen Bundesrepublik. 1%, 33. 1% der Bevölkerung hat 33% der Und 10% von der deutschen Bevölkerung haben 50% von dem Vermögen von der Bundesrepublik. Die restlichen sind arm bis, also überleben und sind, oder eben arm. Total verschaukelt.
in diesem System. Das ist alles Shaitan. Er hat dieses Zins ist verboten. Islam ist die einzige Religion, die das alles noch klar sagt. Gibt es keine andere mehr auf der Welt. Einzige Religion, die das sagt, Zins ist verboten. Ganz einfach. Wenn du diese eine Regel von Islam umsetzen würdest, nur ein Punkt von 1000, Islam hat 1300 Regeln, im Gesetz, göttlichen Gesetz. Eine Regel davon ist Zinseszins verboten. Lass uns ein Experiment machen, sagen wir jetzt mal zu den Leuten, wir machen ein Experiment, mal für einen Monat, Experiment, ob wir die Welt retten können. Wir lassen das mit den Zinsen für einen Monat. Du hast die Welt gerettet, in einem Monat, nicht in einem Monat, in einer Woche. Ja. Jeder Deutsche hat statistisch gesehen auf die Bevölkerung verteilt 60.000 Euro Vermögen. Ja, ja. Du auch, Wally. Du hast schon nachgeguckt bei dem Konto? Noch nicht. Also jeder hat 60.000, das ist statistisch. Jeder hat aber auch 25.000 oder 35, weiß ich nicht. Ich glaube 25. 25.000 hat jeder Schulden. Er gibt ja auch Schulden. Jeder hat ja, wir haben ja Schulden. Wird ja die Zahlenwende genannt. Ja. Jetzt könnte man ja zum Beispiel sagen, okay, wenn ich jetzt 60.000 Euro, ja, dann lass uns doch die Schulden bezahlen einfach. Jeder gibt jetzt mal 25.000 Euro. Ist ja sowieso alles nur auf dem Papier. Ist ja alles nur Fiktion. Das gibt es ja nicht. Geld gibt es ja nicht. Ja. 25.000 zahlen wir unsere Schulden alle, haben wir aber noch 35.000 übrig, fangen wir alle auf nochmal an, von null, von jeder fängt mit 35.000 an, neu an. Wäre mal ein Vorschlag, ein guter Vorschlag. Muss ich dir mal sagen. Ja, stehst du? Ja, das ist... Das ist alles Fiktion, es gibt kein Geld. Geld leiht dir 10.000 Euro. Die hat das aber ja nicht. Muss sie denken, dass sie das Geld haben und die das Geld leihen irgendwie jetzt so. Nee, die schreiben es nur auf. 10.000. Und du musst in einem Jahr musst du mir 11.000 wiederheben. Dann gehst du nach einem Jahr hin und sagst zu denen, ich hab das nicht. Habt die 11.000 nicht. Dann sagen die, ja, wir haben es ja, dann geben wir dir jetzt, dann müssen wir dir 12.000 geben. Anstatt 11, dann gebe ich dir jetzt, nee, ich geb dir jetzt 11, also ich gebe dir 12, dann kannst du mir 11.000 wiedergeben. Ja, und die 1.000 mehr, da musst du dann im nächsten Jahr, musst du dann 12.000 bezahlen. Und das Geld haben die gar nicht. Das Geld ist nicht da. Es wird nur aufgeschrieben. Wird nur alles nur noch aufgeschrieben. Alles nur noch. Milliarden werden nur aufgeschrieben. In Griechenland, in Spanien, wird nur hingeschrieben. Die könnten das alles erledigen, könnten die Schulden frei machen, die könnten alle wieder von null anfangen, könnten gut leben. Nee. Ja, wir sind drin in diesem System, Gefangene wie Sklaven, ja, im Haram-System. Alles ist unsauber, jedes Geld ist unsauber. Sag nicht, du hast Halal, verstehst du? Ist so, klar, wenn deine Arbeit macht Halal, wenn du arbeitest, einen Job, der Halal ist, also Halal heißt erlaubt, gottgefällig erlaubt, ja, dann inshallah macht Allah dann dein Geld zum Halal-Geld. Ja, oder wird es gereinigt. Oder du gibst Sadaka, du gibst Almosen, da wird dein Geld auch gereinigt. Es gibt verschiedene. Ja, aber im Prinzip stecken wir in diesem Sumpf.
Und deswegen ist es noch wichtiger, sich ein Fundament zu bauen. Und der findet im Herzen statt. Ja, im Herzen. Und deswegen machen wir Zikrullah. Im Koran steht immer wieder, überall und allen heiligen Büchern, denk an Gott. So viel du kannst. Mit allem, was du hast. Mit allen Fähigkeiten. Allem, was du hast. Mit deinem Verstand, mit deinem Herz, mit deiner Seele, mit deinem Körper. Mach Dinge für Gott. Mach alles für Gott. Alles. Möglichst. Selbst wenn du Dinge machst für diesen Leben, für deinen Körper und für die Geld verdienen, für deine Familie und für dich zum Essen und Trinken, ist auch für Gott. Ist für die Gemeinschaft Gottes. Für die Brüder und Schwestern Gottes. Für die Gemeinschaft der Heiligen, für die Gemeinschaft der Propheten. Diese Absicht muss man machen, damit man da reinkommt, in so ein gottgefälliges Leben, in ein sicheres Fundament, in eine sichere Lebensbasis. Möge Allah uns helfen, inshallah. Von ihm ist der Erfolg. Wir haben die Absicht, inshallah. Und von ihm ist der Erfolg. Fatiha, bismillahirrahmanirrahim. Amin.